Das ist komisch. Das müsste schon längst hier sein eigentlich. Wo ich mir denke, entweder bringt er das gar nicht mehr zu mir. Ja, also dass das überhaupt schon in dieser Weise geklärt wird, oder? Dass die sagen, okay, das hilft nichts, das bringt nichts. Das braucht man gar nicht schicken. Ja? Und vor 3 Monaten hat das angefangen. Oder warum hast du also, jetzt gesagt, was war jetzt 3 Monate? Eben, dass ich nichts mehr höre, oder? Weil von der SVA bekommst du alle 2 Wochen eine Mahnung. Ja. Oder? So in etwa. Und dann dauert es vielleicht noch 2-3 Wochen, dann bekommst du vom Exekutor oder zumindest vom Gericht die Zwangsvollstreckung. Und da ist nie was passiert. Ja? Das ist komisch. Das geht. Das war die letzten Jahre nicht so, oder? Das ist immer schneller gegangen, als es jetzt ist. Und möglicherweise bleibt das am Gericht hängen, oder? Weil, so wie ich mit denen das besprochen oder erklärt habe draußen, wissen sie jetzt, wer ich bin, was ich tue. Bei wem hast du dich erklärt? Ich war beim Gericht selbst, oder? Also Gericht, nicht vom Richter, aber beim Strafvollzugsbediensteten. Mhm. Ja? Und bei der... Was war das? Das ist aber auch so, das ist so eine Art Gericht, oder? Das, also er handelt im Namen des Gerichts, ja. Das auf jeden Fall. Mhm. Und dann war noch eben diese Rechtsgelehrte, oder? Keine Ahnung, was die für eine Position bei Gericht hat, aber sie war halt rechtswissend, soweit. Oder auch unwissend. Ja, ja. Rechtsverblendet. Genau. Aber, also es ist möglich, dass die das intern diskutiert haben, oder? Ziemlich sicher sogar, weil wenn da einer kommt, oder ich war bestimmt der Allererste bei uns. Naja. Und das hat sicher eine Diskussion ausgelöst dort. Und möglicherweise, meine Hoffnung zumindest, ist auch so, dass die Richter das ja jetzt wissen, oder? Die müssen das wissen. Naja. Also ich bin mir fast sicher, dass die Richter untereinander ja auch verlinkt sind und dass natürlich die Runde geht, oder? Mhm. Und möglicherweise das dann so abläuft, dass die sagen, okay, den können wir so oder so nicht erreichen. Ja. Da macht es auch keinen Sinn, dass wir ihm andauernd irgendwie den Gerichtsvollstrecker schicken, oder? Ich hätte ja schon längst sollen einen Sachverwalter bekommen. Mhm. Ja? Weil den bekommst du, wenn du irgendwas nicht sagen kannst, dann kommt irgendwann der Sachverwalter, oder? Und das ist jetzt 2,5 Monate her. Wo die mir den Sachverwalter angedroht haben. Ja. Das heißt aber eigentlich, der will auch deine Bevormundung in Deutschland, ist das so, oder? Der Sachwalter ist ein anderes Wort für in Deutschland für Vor... Genau, der würde dann quasi mein Konto übernehmen und ja. Solche Dinge. Ja. Ja. Und wieso kam der jetzt nicht? Keine Ahnung. Achso, der sollte... Kein Statement. Hm. Aber... Sollte im Grunde schon längst passiert sein, dass zumindest ein Brief kommt, wo das drinsteht, oder? Mhm. Also die warten ja nicht 2 Monate oder so, bis sie was schicken dann, sondern es passiert ja gleich, oder? Und da ist nichts passiert. Und in dem Ding geht es ja viel um Resonanz, oder? Oder alles ist Resonanz. Alles ist Resonanz. Und es kommt auf die Einstellung drauf an. Und ich habe nicht so das Problem gegen die, oder? Eben. Das ist mir egal, die sollen, wie sie wollen. Ne? Ich möchte einfach nur meinen Frieden und meine Freiheit haben. Und meine Vorstellung war immer, sie vergessen mich. Ne? Sie lassen mich einfach in Ruhe, lassen mich durchfallen und passt. Und wer weiß, vielleicht geht das... Ja, aber selbst wenn, sie können sich ja sonst nochmal melden, aber dann haben sie auch nichts zu melden, wirklich was zu melden. So sie können es, sich ja. Nur melden, mal so Hallo es. Sagen. Ja, genau. Also mehr bleibt eh nicht. Aber es ist lustig, man kann ja das wirklich noch weiter gehen, oder? Weil, so wie du hast ja abgemeldet, oder? Also mhm. Jetzt kann ja an dich schon nichts mehr gerichtet werden, oder? Eben. Bei mir zum Beispiel, ich habe das erzählt von der Post, oder? Mhm. Ich war auf der Post bei uns, oder? Ja. Weil natürlich, du bekommst den gelben Brief, oder? Und ich war nicht zu Hause. Mhm. Und dann musst du mit dem gelben Brief diesen RSA oder RSB-Brief holen. Wofür steht RSA? Das sind die RSB ist... Was heißt genau, weiß ich gar nicht. Beim RSB darfst du oder ein Bekannter oder Verwandter von dir den Brief übernehmen, RSA darfst nur du übernehmen, oder? Und dann musst du dich ausweisen, wenn du den übernehmen willst. Ja?
Außer ich meine, wenn er dich kennt, dann gibt er dann so bei uns. Aber im Grunde muss er dich kennen. Ja? Oder zumindest musst du dich ausweisen können. Und jetzt habe ich den genommen, gehe zur Post und unterschreibe mit, ohne Inanspruchnahme. Na, aber da habe ich anders geschrieben. Da war das mit Jesus Christus, da habe ich geschrieben, in Sachen und Angelegenheiten der Person im Namen Jesus Christus und dann meine Unterschrift, oder? Ist das dasselbe wie alle Rechte vorbehalten oder irgendwie führt das auf das Gleiche, dass du quasi deine Unterschrift nicht in deinem als Mensch setzt, sondern... Als Person, genau. Also dass das... Nee, andersrum, nicht als Person, sondern als Mensch. Du, dass du bleibst. Genau, du unterschreibst als Mensch sozusagen, oder? Aber distanzierst dich von der Person. Genau. Genau. Und es ist egal, ob ich jetzt schreibe. Ja, ich habe schon mal dies gehört, das gehört. Ja, aber du kannst auch schreiben, ohne Inanspruchnahme der Rechte der Person. Mhm. Und dann die Unterschrift. Also das ist so ziemlich... Aber wieso musstest du das überhaupt da, was das ist, um den Zettel zu bestätigen, dass du den bekommen hast? Oder wofür? Naja, du musst den ja dann unterschreiben. Den gelben Zettel, oder? Ich habe noch keinen bekommen. Aha, okay, ja. Also den gelben Zettel, den musst du dann unterschreiben. Mhm. Und dann gibst du den Postbeamten. Oder Bediensteten in dem Fall. Und der gibt dir auf das hin, diesen Brief, oder? Mhm. Jetzt schreibe ich das hin, dann fragt die mich, was ich da schreibe, oder? Ja. Und dann habe ich ihr das erklärt. Sicher, keine Ahnung, 20 Minuten bei der Post. Ich bin einfach gegangen. Ich habe so unter Zwang und so, oder irgendwas, alle recht, obwohl es wahrscheinlich gar nicht in dem Fall nötig war, dass, wo ich mich abgemeldet habe. Mhm. Habe ich nur da was davor geschrieben und dann bin ich gegangen, hat sie gar nicht drauf geschaut. Okay. Ja, und die war sehr aufmerksam, oder? Und eben, nachdem ich ihr das erklärt habe, schaut sie mich an und sagt, ja, aber dann kann ich dir den Brief jetzt nicht geben, oder? So, ja, wenn du schreibst, dass du nicht diese Person bist, ja, dann bist du, ich kenne sie aber, dann bist du mir nicht persönlich bekannt. Also, ja, das stimmt. Das ist, ja, weil ich ja dann keine Person bin, kann ich auch nicht persönlich bekannt sein. Also hast du den gelben Brief dann nicht bekommen? Ah, den blauen. Der gelbe ist zum Holen, der blaue ist dann die Drohschrift, oder? Die du vom Gericht bekommst. Sie hat dann also gesagt, ist es dir gar nicht sozusagen nicht zugestellt worden? Es wäre nicht zustellbar. Sie hat dann gesagt, sie braucht einen Ausweis, damit ich den Brief bekomme, oder? Weil ich muss mir jetzt vor ihr ausweisen, weil ich bin ja nicht persönlich bekannt. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, aber der Ausweis gehört ja auch nicht mehr, oder? Mhm. Also das ist ja, der gehört ja dem Staat. Mhm. Wie gehört dem Staat? Also ja, schau, was da drin steht. Oder? Da steht da drinnen, Reisepass der Republik Österreich. Ja, was machen wir jetzt? Am Ende habe ich das dann eben mit der Claudia telefonisch einfach rückgefragt, wie man das machen könnte. Und sie hat gesagt, prinzipiell ist es immer besser, wenn man den Kontakt sucht, oder? Also ich habe dann den Brief auch entgegengenommen. Naja. Und ja. Es ist, wo du die Energie reinsteckst. So ist es, ja. Aber eben, du könntest gemeldet sein irgendwo, ja? Ja. Ist egal. Wenn du die Briefe nicht bekommen kannst, weil du nicht persönlich bekannt bist, ja, ist ja im Grunde jeder Brief nicht zustellbar. Ja. Ich habe es jetzt auch nur gemacht, weil ich meine Eltern da nicht noch da mit reinziehen wollte. Oder also, oder. Ja, so, ja. Ja, das ist intelligent. Ja. Aber man. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass dann irgendwann die Polizei vor der Tür steht, oder? Ja, genau. Die bringen dir das dann halt persönlich, diesen Brief, oder? So. Oder nehmen dich, wollen dich mitnehmen zu Gericht oder so, keine Ahnung. Aber und du bist damals hingegangen, aber da hat dich keiner mitgenommen, sondern oder nein, da stand nein, keiner vor der Tür. Bist du dann freiwillig hingegangen? Nein, das oder war du auch bist, so. Warst du nicht so ganz sicher? Oder? Na gut, nein, schon. Also ich habe dann schon gewusst. Ich habe eben wieder den gelben Brief bekommen. Der Vollzugsbeamte war hier und ich war nicht zu Hause, oder? Und dann muss man einen Termin ausmachen, dass man hinkommt und im Normalfall zahlt, oder? Oder zumindest eine Anzahlung gibt oder sich erklärt oder was auch immer. Und habe den dann angerufen, Termin ausgemacht und bin dann zu Gericht gefahren. Ja. Und ja, das war schon spannend. Also, weil hast du dann... Hat er dich dann gefragt, irgendwie, ja, sind Sie der und der? Gleich von Anfang an ging das los, dass du gesagt hast, nein, oder habt ihr schon so eine richtige Verhandlung? Das ist ja das Problem, ich habe mit dem vorher schon zu tun gehabt, oder? Weil ich schon ja, mein Leben lang Probleme, solche Dinge zu zahlen, ja, von innen aus. Das ist für mich immer so. Und habe es auch sehr oft
einfach liegen lassen, oder? Aus Trotz. Ja. Und wollte es einfach nicht zahlen. Und dann kennt man sich, oder? Jetzt fragt der mich ja nicht nach dem Ausweis, sondern, ah ja, du bist der. Dazu. Naja, da darfst du dann auch wieder nicht sagen, ja. So ist es ja. Also in dem Fall habe ich es dann einfach gewusst, oder? Mhm. Und bin reingegangen und habe ihm die Geschichte mit Mensch und Person erklärt. Also ich habe ihm gesagt, bitte pass auf, ich mache das erste Mal. Mhm. Hör mir bitte zu. Und habe ihm eben erklärt, der Name der Person ist Markus Greimann. Ja? Und diese Geschichte halt dann weiter. Was die Person und der Mensch ist. Und dann war er dann so, ja, er muss jetzt einmal den Akt suchen und hin und her. Dann ist er eben den Akt suchen gegangen, hat ihn gar nicht gefunden. Also der Akt war, keine Ahnung, er hat ihn verlegt oder so. Da hat er gesagt, ja, kein Problem, ist im Computer. Dann hat er das ausgedruckt und den Zettel so hingelegt. Und dann schaut er mich an und sagt, ja, sind Sie nicht der Greimer Markus wohnhaft? Da, da, da. Also, nein. Und er sagt, nein, das bin ich nicht. Ja, wie jetzt? Du musst das sein. Also, na, ja, das ist die Person, ich bin der Mensch. Das hat miteinander ja nichts zu tun, oder? Weil man der Mensch ist, der Mensch und die Person. Ja. Und Rechtsabteilung ist einfach ein anderer Raum. Genau, also man, der Strafvollzugsmensch hat halt sein Büro, oder? Und die Rechtsabteilung hat halt wieder ein eigenes Büro. Also du warst in gar keiner richtigen Verhandlung, sondern... Nein. Also ich bin ja den Termin ausgemacht gehabt. Und er ist ja, der Strafvollzugsmensch ist ja davon ausgegangen, dass ich jetzt komme und zahle. Ja. Mhm. Also das war ja seine Erwartung. Hast du vor der Tür ihm auch schon das erzählt? Nee, das... Nein, da war ich nicht zu Hause. Ah, ja. Also er ist dann einfach gegangen und hat mich angerufen, wo ich bin und hin und her. Und ich war ja gerade arbeiten. Also so. Und... Die Frau hat dann in der Rechtsabteilung so ziemlich das Gleiche nicht verstanden, was er schon nicht verstanden meinst hat. Meinst du, sie haben es wirklich nicht verstanden? Oder? Ja, nein. Also ich habe eben dann noch einmal extra erklärt, was der Unterschied zwischen Mensch und Person ist. Mhm. Und die haben den Unterschied nicht gesehen, oder? Also die hat zu mir gesagt, es ist kein Unterschied zwischen Mensch und Person. Und da ich aber auf meiner Meinung bestanden habe, haben sie dann das Ganze so gelöst, dass sie gesagt haben, ja, okay, Herr Greimann, ja, Sie können heimgehen. Ja. Weil Sie könnten mich ja nicht festhalten, aber jetzt so. Machen Sie als Mensch so, suffisant ein bisschen so, machen Sie als Mensch, was Sie wollen und wir machen, was wir machen, oder? Sie machen ihr Ding weiter, ja, solange, ja. Und ich solange dann, es noch geht. Ich habe dann eben nachgefragt, ja, was macht ihr jetzt? Ja, wir machen, was wir jetzt machen. Und ich habe sicherlich dreimal gefragt oder so, was sie jetzt als nächstes machen. Und immer nur die Antwort, ja, wir machen, was wir jetzt machen. Ja. Das ist gut. Ja. Aber das ist okay, also ihr macht, was ihr macht und ich mache, was ich mache, dann ist alles gut. Oder? Ja. Und eben seitdem von nichts, also egal, um was es geht, ob es um den Kredit geht oder um die SVA oder die Versicherungen für den Kredit. Ja. SVA ist diese Selbstversicherung. Genau. Ja, Unternehmens. Genau, also Sozialversicherung im Grunde. Oder? Also du zahlst halt Krankenversicherung bis die Pension. Bist du seit. Also wenn du auch genauso lange dann eingestellt? Seit. Die ist schon länger eigentlich. Wann habe ich das letzte Mal gezahlt, habe ich glaube ich vielleicht vor einem halben Jahr. Hm. Dann sind noch ein paar Mahnungen. Und wenn dann irgendwann eine Verlängerung ansteht oder so, oder wie lange gilt jetzt das noch, dann deine Versicherung? Ja, es ist, also ich bin ja nicht mehr selbstständig. Hm. Und sobald du mit der Selbstständigkeit aufhörst, musst du auch nicht mehr zahlen. Hm. Also, hm. Ich habe aber schon voriges Jahr aufgehört mit der Selbstständigkeit. Und habe das halt immer so weitergezogen, oder? Dann zahlst du ein bisschen was, dann geht's wieder, oder? So, wenn du zahlungswillig bist, dann geben sie da wieder ein bisschen Aufschub. Mhm. So geht das, oder? Und ja, mal schauen, was da jetzt passiert. Jetzt ist dann wieder vom Finanzamt was gekommen. Die hätten auch wieder gern 160 Euro. Einfach, weil sie glauben, für dieses Jahr oder für dieses Quartal oder was auch immer, wäre das gut.
mittlerweile schaue ich mir das schon alles gar nicht mehr genau an, weil das ist essenfrei. Aber vor allem vom Finanzamt, oder? Finanzamt ist ja immer ein Vorschlag. Ne? Mhm. Also, wenn du selbstständig bist zum Beispiel, ich meine, das sind so Dinge, die sind einfach sehr frech auch, oder? Wenn du selbstständig bist, dann bekommst du am Anfang des Jahres die Vorschreibung fürs Jahr, oder? Die du zu zahlen hast. Mhm. Ja, die sagen halt, voriges Jahr hast du so und so viel an Steuern zu zahlen gehabt, für nächstes Jahr geht das auch so. Mhm. Ja, jetzt hast du zum Beispiel so ein Gewerbe wie bei mir, ich habe Boden gelegt und so Sachen, ja, da ist im Winter nichts, oder? Oder wenig. Mhm. Und jetzt ist das erste Quartal meistens extrem schwach, ja, mhm, und das fängt dann so mit März, April richtig an, oder? Jetzt verdienst du im ersten Quartal nichts, sollst du aber, keine Ahnung, irgendwo, je nachdem wie viel du im Vorjahr erwirtschaftet hast, mhm, mal Steuern zahlen, oder? Wenn du das nicht tust, kriegst du auch gleich sofort wieder den Strafvollzug, oder? Oder halt den Finanzvollzieher ins Haus. Und ich habe das von einem Bekannten gehört, der probiert hat, das rauszuschieben, oder? Also diese Zahlung vom, diese Vorauszahlung für das eine Jahr. Mhm. Und ja, kaum eine Chance, oder? Dass du das irgendwie später zahlen könntest. Ne? Das ist total absurd. Ich kenne Restaurants, die ihre Steuern alle auf ein Extrakonto packen. Ja, ja. Und dann sagen, ja, wenn ihr mir beweisen könnt, wofür ihr die Steuern einsetzt, dann kann ich die auch abführen. Das habe ich schon gehört, ja. Und eben, das ist ja so, solange diese Gelder für Krieg und Gift und Verdummung und Schulden, Zinsrückzahlungen benutzt werden, oder? Ja. Weil keine Ahnung, wie viel Prozent von all den Steuergeldern wird eigentlich an sinnlosen Zinszahlungen verschmissen, oder? Ist ja, wäre ja mal interessant zu wissen, wie viel Prozent vom das ist ja auch nicht, aber es ist das meiste wahrscheinlich. Ich glaube, dass das sicher 80% oder so sein. Ja. Glaube ich. In Australien ist das so, dass ich habe einen Bericht über Australien gesehen, dass das meist, dass fast das ganze Steuergeld abgeführt wird in eine private Firma, die Tesca heißt oder sowas. Muss man mal schauen, wie das hier in Österreich ist. Ja, es wäre interessant, nämlich. Aber das wäre nicht der Fakt, den man Menschen erzählen könnte, was? Ja. Und ja, solange das so ist. Und für mich war das eben, ich habe Claudia und Cliff kennengelernt, oder? Ja. Was, und kennst du die? Ja, vom Video. Ja, okay. Ja. Und die haben in Villach einen Vortrag gehabt. Und das war für mich die Erlösung, oder? Mhm. Also was die da erzählt haben, das war für mich wie, ja, endlich. Weil ich weiß, ich bin seit ich 15 bin, immer unterwegs in ist egal, spirituellen anderen Dingen oder in irgendwelchen Systemrebellionen, oder? Mhm. So irgendwie. Und bin, ich weiß nicht, war nie einfach zufrieden mit dem System oder so, oder? Mhm. Das war für mich immer irgendwie ein Zwang, oder? Das hat gar nicht funktioniert. Und ja, wie die das erzählt hat, wie man das da aufheben kann, das, ich war eine Woche, wo ich... Ja, das braucht gar keine Rebellion, das ist alles erledigt. Ja. Eben, und das war für mich dann eben so gut, ich brauche gegen keinen kämpfen, ja, sondern ich brauche nur ich sein, oder? Ja. Das reicht. Und dann kam mir keiner was. Und das war wirklich, also da, das hat sehr viel verändert einfach. Mhm. Das hat mir auch, keine Ahnung warum das für mich so ist, aber für mich war das immer so bedrohlich, aber das hat mir wieder einen Teil von meinem Ich zurückgegeben, oder? Mhm. Weil so war das immer so, dass ein Teil von dir gehört nicht dir, oder? Ja. So. Mhm. Und das war dann endlich danke. Ich bin Mensch, oder? Rein das zu sagen, das macht so viel. Ich bin Mensch. Ja. Das ist schön. Und mehr braucht es nicht, oder? Und eben zu wissen, dass diese Menschenrechte ja im Grunde vor den Staatenrechten stehen, ne? Wo sich ja der Staat Österreich auf jeden Fall das so übernommen hat. Und diese Menschenrechte, da hast du ja diese Klausel, oder? Mit der Unveräußerlichkeit des Menschen. Und mit der Gleichheit aller Menschen, oder? Und das ist ja immer so schön, also die Claudia erklärt das so schön mit dem, du musst die Rechte nicht annehmen, die der Staat dir gibt, oder? Oder dir anbietet. Mhm. Und das ist so schön, weil dann bist nicht mehr du der in der Schuld ist, ja? Mhm.
sondern du bist der, der das nehmen kann oder nicht. Und so wie die Claudia das bringt, ist es so, dass du, sobald du dir ein Recht nimmst, ja, stellst du dich über, über andere Menschen. Ja? Mhm. Und dann ist es aber schon nicht mehr menschlich ausgeglichen, so dass wir alle gleich sehen. Ja? Und so kann man das dann wirklich schön ablehnen und danken. Ja. Ich möchte diese Rechte gar nicht haben. Genau. Ich sage immer, ich sag nur, ich möchte meine Pflichten ist auch nur die Pflicht, die ich mir selber setze. Und aber Rechte könnt ihr mir geben, aber das ist wieder nur die Person, die Rechte gibt. Genau. Die brauche ich gar nicht. Genau. Ja, seitdem lebt es sich freier. Also, ja, du musst gar nicht auf irgendwas noch warten, oder weil du irgendwas so sagst. Ne. Ich warte mal schauen, aber ich schaue gar nicht. Also ich meine, es ist spannend, ob noch irgendwas nachkommt, oder? Aber in Wirklichkeit weiß ich, dass mir nichts passieren kann. Ja, ja. Genau. Also es ist eher spannend in dem Sinn, wie reagiert das System, oder? Aha. Weil ich kann jetzt ja eh so leben, wie ich will. Ja. Ja. Und das ist immer eben auch der Grundsatz, oder? Ich schade niemanden. Hm. Ja. Dann ist die Resonanz rein. Dann passiert mir nichts und kein anderen und alles ist gut. Also, ja. Cool. Ja, für den Rest mal schauen, was so passiert. Ja, ist trotzdem. Was denkst du, wieso die anderen das. Erkennst du Bekannte, die das machen? Was denkst du, wieso sich manche noch nicht trauen? Oder erzählst du das anderen Leuten? Ja, ja, natürlich. Oder? Natürlich, das ist ja das Hauptthema, ja, oder? Man wird ja missionarisch. Was sagen die anderen dann? So, ja. Ja. Es ist für die meisten unvorstellbar. Also wirklich unvorstellbar. Ja. Ja. Und die erste Frage, die ich immer kriege, ist, ja, wer macht denn dann unsere Straße? Ja, doch, sowas höre ich auch immer. Wieso immer die Frage? Also es ist echt ganz interessant. Vielleicht entwickeln wir sogar noch was ganz viel Tolleres. Wenn wir erstmal in Freiheit leben und in Kooperation wirklich, dann entwickelt sich alles so schnell. Sowieso. Ja. Vor allem die Technologien sind ja schon längst da. Ja. Das ist ja alles. Aber eben, das ist das Problem. Die Menschen sind ja nicht informiert, oder? Und sie informieren sich meistens auch selbst nicht. Das muss man auch sehen. Die meisten Menschen, und das ist glaube ich das Problem, sind im Alltag so eingebaut, ja, mit diesem Müssen. Und den Vorgaben, dass der Staat und das System und die Firmen geben, oder? Weil hängt ja alles zusammen, oder? Du verdienst nur so und so viel, wenn du arbeiten gehst. Und mit dem kannst du so und so viel leisten. Ja? Und du musst aber deine ganze Zeit für diese Arbeit aufwenden, oder? Du bist die ganze Woche unterwegs und du hast auf die Nacht am Abend, wenn du von der Arbeit heimkommst und wenn du wirklich schwer gearbeitet hast oder anstrengende Arbeit hast oder stressig in irgendeiner Form, und das sind die meisten Jobs, ja, hast du nicht mehr den Mind, dass du dich hinsetzt und dir über Mensch, Person, Gesetze oder egal, Hörmann, Friedmann, dir diese Dinge den Kopf zerbrichst, oder? Das ist, ich verstehe das schon. Also, ja, ich auch. Aber so ist das System, oder? Und dann hast du noch den da, den lieben Fernseher. Und ich denke auch, sobald es im Fernsehen so langsam kommt, wie schon eine Sendung jetzt kam. Aber ja gut, die haben dann den privat nicht die Zeit. Aber wenn ich mit denen da rede, dann ja, auf Reisen, wenn ich mit Leuten neu treffe, dann komme ich meistens gar nicht zu diesem Punkt. Alleine erstmal so. Ja, es ist die erste Info ist schon, glaube ich. So, wenn das einer vorher noch nie gehört hat. Also ein, zwei Monate brauchst du, dass du das realisierst, oder? Was das bedeutet und auch was steht dahinter. Ja? Also die Gesetze, dass das auch so stimmt, dass das auch so im Gesetzestext steht und die Interpretation dann, bis das da oben funktioniert. Oder? Das ist schon, das ist ein Matrix-Effekt, oder? Finde ich. Und das braucht schon seine Zeit zum Integrieren auch. Also es geht nicht so schnell. Aber es ist trotzdem so, dass viele, das Problem ist immer keine Alternative. Ja? Die meisten glauben das einfach. Es gibt keine Alternativen zu dem System, so wie es heute ist. Ja? Ja. Und das ist, glaube ich, das ist absolut das größte Problem. Und Alternativen werden in den Medien nicht verbreitet, oder? Nein. Also das hat ja keine Plattform in dem Sinn. Ja? Und wenn wir da ein paar hundert in Österreich sind oder vielleicht ein paar tausend, die das wissen, ist es ja gar nichts, ja, in Wirklichkeit.
Wir können miteinander kommunizieren und uns vernetzen und diese Dinge machen. Aber für die Masse ist das immer noch. Ja, deswegen möchte ich auch diese Strukturen aufbrechen, dass wir uns immer als die. Wir haben ein tolles Netzwerk, also auch wir uns dann untereinander mal finden und treffen, aber darüber hinausgehen. Ich sage jetzt auch, ich muss jetzt nicht immer jeden Montag bei der Friedensmahnwache sein, weil dann sehe ich doch immer wieder die gleichen Leute. Nein, das ist nicht passiert. Ja. Also man muss auch diese Gruppen aushalten. Ja, ja. Aber also es ist wenn man darüber redet, ist das wirklich eine innere Kraft, die gegen diese Wahrheit kämpft. Ja? Mhm. Weil es steht schon das dahinter, dass die Menschen leben ja ein Leben lang dieses System. Und jetzt kommt irgendeiner daher und erzählt seinen, das ist alles nur Schmäh, das ist alles nur Einbildung. Mhm. Das ist schon ein großes Stück zum Kapieren. Also da muss man vorsichtig sein. Aber ich habe ein paar Freunde, oder zumindest ein, zwei, wo ich sage, die interessiert das zumindest, oder? Und mit denen kann man das durchdiskutieren bis auf den letzten Punkt, oder? Und der letzte Punkt ist, wir haben alle Kinder. Ja, wie stellst du dir vor, ist das dann für deine Kinder in 20, 30 oder 50 Jahren, oder? Wenn es heute schon so beschissen ist und die Aussicht nur schlecht ist, oder? Und jetzt haben wir Wege und Mittel, das zu ändern. Kann ich mit meinem Gewissen nicht hier sitzen und sagen, ich tue nichts. Ja, das geht nicht. Wenn ich weiß, es gibt einen Weg, dann das bestimmt das Gewissen, dann muss ich das machen. Mhm. Das geht nicht, dass ich trotz all dem Wissen da sitze und sage, egal. Ja. Die Herrschenden hören auf zu herrschen, wenn die Kriechenden aufhören zu kriechen. Genau. Und es geht dann viel um. Und dann möchten Sie die. Ja, dann ist doch. Das seid ja auch einer im Konsens, oder nicht? Oder was ist das Problem mit den Kindern? Nein, natürlich. Einfach die negative Anschauung, die negative Perspektive. Wir denken, es ist schlecht, aber es ist gut. Ja, so ist es. Ja. Aber eben, die Ansicht der meisten Menschen ist sehr, sehr extrem negativ. Ja, ja. Wirklich negativ. Ja. Weil man ist natürlich, macht die Zeitung auf, oder? Mhm. Du wirst ja programmiert, wo du liest, ist egal, oder? Es ist immer nur Alarmisierung und Tod und im Fernsehen ist das Gleiche, oder? Und das ist aber mit was sich die meisten Menschen im Grunde beschäftigen, oder? Und dann musst du dir vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel auf Google bist, oder? Und du suchst immer auf deinem Computer über Google die Dinge, oder? Dann gibt der ja so einen Art Cage, ja? Das heißt, er gibt da immer Dinge, die dich vielleicht interessieren, ja, die deinem Profil mehr oder weniger entsprechen, nachdem du im Internet suchst, oder? Das heißt aber auch, es wird mir unmöglich, dass ich nur zufällig über andere Informationen stolper, oder? Weil der Computer gibt mir immer die gewissen Dinge her, die er glaubt, die mich interessieren, oder? Mhm. Ja, aber ganz am Anfang im Internet war das noch anders, oder? Da hast du, wenn du was eingeben hast, kreuz und quer unendlich viele Begriffe kriegt, oder? Ja. Jetzt ist das immer eben durch diese, keine Ahnung, wie diese Systeme heißen. Ich merke es ja selbst, oder? Es kommen dann immer die gleichen Dinge daher, mhm, im Internet. Also an Suchbegriffen. Und dann denke ich mir, okay, das ist schwierig, oder? Wenn das Internet frei sein sollte zum Beispiel, im Internet was anderes zu finden, wenn ich mich nicht direkt interessiere dafür, ja? Dann finde ich es natürlich immer. Aber das hat jetzt mit freiem Informationsfluss dann auch nichts mehr zu tun. Wenn mein Informationsfluss vom Internet schon vorbereitet ist. Ja? Und so wird es irrsinnig schwierig, dass du ausbrechen kannst. Weil diese ganze Informationswelt, in der wir leben, so eine Kugel um die rum macht, oder? Und dann find mal raus. Ja. Und der Großteil davon ist Angst. Ja. Und ich hatte schon mal gedacht, überhaupt das ganze Internet, ja, nur im Jetzt zu leben. Im Internet bist du dann immer so verschränkt und denkst in Kasten und in Schichten. Und wie du sagst, du hast dein eigenes Profil auch an. Zum Beispiel bei Facebook hast du dann dein ganz besonderes, dein ganz eigenes Weltbild. Wenn ich mal schaue, bei mir ist es jetzt relativ positiv, was ich da an Nachrichten bekomme, alles.
Nur wenn ich das schaue, mal beim anderen drauf schaue, dann ist es dauerhaft, dann denke ich mir, das ist ja mein Weltbild jetzt, wie ich mir das jetzt aufgucke. So ist es. Beim anderen ist Facebook ist eigentlich ein super Spiegel, oder? Ja. Weil eben, wenn du in einer positiven Umgebung bist, auch im Netz, oder? Dann kommt das auch so hinter, oder? Und irgendwann ist dann all dein Profil voll mit netten Aufklärungsgeschichten und wirklich sinnvollen Dingen, oder? Ja. Wo, wenn wer hinschaut, da wirklich was finden kann. Hm. Aber ich bin ja froh, dass es dann so ist bei mir, weil man kriegt schon genug von dem Schrott auch mit, oder? Und das ist nervig einfach. Das ist so viel sinnlose Information für nichts und wieder nichts, wirklich. Hm. Also, ja. Wirklich wertfrei.